Es war einer der spannendsten Fälle der letzten Jahre, der Mammutprozess rund um Frank Hanebutt. Die Ermittler legten ihm schwerwiegende Dinge zur Last, doch Frank Hanebutt beteuerte immer wieder seine Unschuld. Der Prozess würde sich mehr als 10 Jahre strecken, doch das Resultat schockierte wohl viele. Doch bevor wir in das Video starten, der beste Weg, um meine Arbeit auf YouTube zu unterstützen, ist es, das Video zu bewerten. Und wenn ihr Lust auf Geschichten aus der Unterwelt habt, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Damit starten wir in die Geschichte. Die Geschichte von Frank Hanebutt könnte man eigentlich in einem Satz beschreiben. Vom Rauschmeißer zum bekanntesten Rocker Deutschlands. Der Ex-Hells Angels Boss des Charters in Hannover hat eine unglaubliche Geschichte hinter sich und es waren ihm nun die Behörden mehr als 10 Jahre auf dem Hals, doch nun hat sich alles geklärt. Doch werfen wir zuvor einen Blick auf die Geschichte von ihm, bevor wir näher auf den Prozess eingehen, der für viele wohl sehr spannend war, denn es standen mehr als 10 Jahre Haft im Raum, wenn er schuldig gesprochen worden wäre. Doch das spätere Leben wurde ihm nicht gerade in die Wiege gelegt. Er stammt aus einer bürgerlichen Familie. Später würde er dann als der Lange bekannt werden und er wurde zu einem der bekanntesten Rocker in ganz Deutschland. Während seiner Zeit als Tischlerlehrling zog es ihn schon immer wieder ins Steintorviertel. Es ist der Rotlichtbezirk in Hannover und es würde auch nicht lange dauern, bis er sich dazu entschieden hatte, ein Teil dieser Welt zu werden. Anfang der 80er arbeitete er in einer Gaststätte am Tresen und einige Zeit später arbeitete er in einem Bordell als Wirtschafter. Das sind in den Bordellen die Jungs, die einfach für alles da waren. Parallel begann er dann damit, eine Karriere als Boxer aufzubauen und er nahm bis Mitte der 90er sogar an 4 Kämpfen teil. Während dieser Zeit begann er aber auch damit, sich in die Rockerszene zu involvieren. Damals gab es einen Club, der größer war als alle anderen in Deutschland. Dabei spreche ich natürlich von den Bones MC, die in der Bundesrepublik am meisten Macht hatten und Hanebutt wurde Mitte der 90er ein Mitglied von ihnen. Zu dieser Zeit war die Rockerkultur nicht so ausgeprägt, wie sie heutzutage ist. Der Bones MC war ohne Wenn und Aber der größte Club in Deutschland und dieser hatte sich auch über die verschiedensten Städte verteilt. Hanebutt hatte sich dazu entschieden, dass er ein Teil dieses Clubs werden würde und er hatte schon zuvor Erfahrung im Rotlicht gesammelt. Wie sich dann herausstellte, war er auch ziemlich erfolgreich im Rockermilieu und auch besonders bei den Bones. Später wurde er sogar der Präsident vom Hannover Chapter. Damals übersetzten die Hells Angels auch nach Deutschland. Die Hells Angels versuchten zu dieser Zeit aktiv in Deutschland Fuß zu fassen und sie hatten auch das große Ziel zu expandieren. Daher war auch der nächste logische Schritt zu versuchen, dass der mächtigste deutsche Rockerclub mit ihnen gemeinsame Sache machen würde. Die Bones aus Hannover tauschten dann auch kurzerhand die Kutten. Als Präsident des Hells Angels Charters Hannover soll er schon bald zu den einflussreichsten Mitgliedern der deutschen Sektion gehört haben. Hanebutt hatte damals erheblichen Einfluss auf Hannovers Rotlichtviertel. Viele nannten ihn schon den Steintorkönig. Doch das genügte ihm noch lange nicht, denn sein Aufstieg würde viel weiter reichen und er würde noch viel mächtiger werden. Zur Jahrtausendwende war dann die Zeit gekommen, um die Macht zu erweitern. Er und seine Rocker versuchten ihren Machtbereich nach Lüneburg und Hamburg auszudehnen. Doch auch im selben Jahr musste der Aufstieg von Hanebutt vorübergehend enden. Er kam in einen Streit mit einem anderen Rocker, den er dann auch verletzte und so musste er sich einem Gericht stellen. Hanebutt würde die nächsten 3 Jahre in einem Gefängnis verbringen. Strafmildernd rückten sich dabei eine Schmerzensgeldzahlung von 26.000 Euro und ein Geständnis aus. Nach seiner Entlassung beschränkte sich Hanebutt jedoch wieder auf Hannover. Dort übernahm er den Großteil der Tanzclubs, Bordelle und weitere Geschäfte. Die Hells Angels stellten dabei im Partyviertel die Türsteher. Das Geschäft brummte und Hanebutt erreichte mit seinem Club doch noch seine Vormachtstellung im norddeutschen Raum. Jetzt war es aber auch an der Zeit, an seinem Image zu arbeiten. Wichtig dabei war sein Anwalt. Diesen kannte er schon seit einer langen Zeit, denn er hatte ihn schon zu Türsteherzeiten verteidigt. Der Anwalt hatte mächtige Kontakte in Deutschland und das half auch Hanebutt weiter. Dieser stellte Hanebutt seinen Freunden vor, darunter auch Musiker und andere Personen. Hanebutt wuchs über die Jahre hinweg zu einer bedeutenden Persönlichkeit Hannovers heran. Doch er hatte sich den Respekt auch auf seine eigene Art erkämpft. Denn Hanebutt galt als der Befrieder des zuvor umkämpften Steintors. Dadurch erlangte er auch einen Ruf der Gesellschaftsfähigkeit, der ihm in Hannover bis heute nachhallt. Und im Jahre 2010 waren alle Augen wieder einmal auf Hanebutt gerichtet. Es gelang ihm als Verhandlungsführer bei den Friedensverhandlungen mit den Bandidos als Vertreter der Hells Angels der Durchbruch. Das Merkmal bei Hanebutt war, dass er nicht nur ins Milieu gewirkt hatte, er hatte auch Beziehungen unter anderem zu den lokalen Medien. Es schien so, als könnte Hanebutt nichts mehr aufhalten, doch dann kam das Jahr 2011.
der damalige niedersächsische Innenminister, heute den hannoverschen Polizeichef abgesetzt. Das auch aus einem einfachen Grund. Er wurde in einem der Clubs von Frank Hanebutt gesehen, wo er auch gefeiert hatte. Er habe wohl nur ein Bier trinken wollen und sei dann eher zufällig in der Sansibar gelandet, sprach der ehemalige Polizist, doch das half ihm nicht. Zuvor hatte sein Vize noch vor einem Besuch im Rotlichtviertel gewarnt. Kurz nach diesen News kündigte Hanebutt auch seinen Rückzug aus dem Sicherheitsgeschäft im Steintorviertel an. Doch damals hatte es der Innenminister schon auf die Rocker abgesehen. Ein Verbot der Hells Angels in Hannover stand im Raum. Im Mai 2012 schlugen Beamte des Landeskriminalamts Niedersachsen und der GSG 9 zu und stürmten das Anwesen von Hanebutt. Die Vorwürfe waren zu diesem Zeitpunkt ziemlich ernst, denn es lag die Vermutung in der Luft, dass Hanebutt hinter einem Auftragsmord steckte und es gab wohl auch Beweise gegen ihn. Das größte Problem war jedoch, dass der Hauptbelastungszeuge wohl überhaupt nicht zuverlässig war. Doch wie sich ein Jahr später herausstellte, waren damals die harten Vorwürfe nur heiße Luft und daher wurden auch die Ermittlungen eingestellt. Doch es hatte trotzdem einen Schaden an dem Image von Hanebutt angerichtet. Hanebutts Ruf in den elitären Kreisen hatten einen enormen Schaden erlitten und dann gab es auch noch das Problem, dass ein Verbot seines Charters im Raum stand. Diesem kam er jedoch zuvor, indem er die Hells Angels Hannover auflöste. Dann hatte Hanebutt wohl genug von Deutschland, denn er hatte sich dazu entschieden, nach Spanien zu gehen. Um genauer zu sein, er ließ sich in Mallorca nieder, wo er sich nach eigenen Aussagen zur Ruhe setzen wollte. Doch ausgerechnet im Jahr 2013 kam es wieder zu Problemen, die dieses Mal noch schlimmer werden könnten. Dann schreiben wir das Jahr 2013. Ein verhängnisvolles Jahr für einige Personen und ein vermeintlich großer Erfolg für die Strafverfolgungsbehörden. Auf Mallorca wurden 25 Hells Angels festgenommen, darunter auch Frank Hanebutt. Den Verdächtigten wurde unter anderem Erpressung, Nötigung, Geldwäsche und Betrug vorgeworfen. Die Ermittler gingen davon aus, dass sie auf der Ferieninsel ein Luxusleben geführt haben sollen. Der spanische Innenminister äußerte sich auch einen Tag nach der Razzia über die Ereignisse vom Vortag. Er sprach davon, dass ein harter Schlag gegen die Rockerbande Hells Angels verübt wurde. Am Vortag hatten schwer bewaffnete spanische Sondereinheiten unterstützt von Beamten aus Hannover 31 Wohnungen und Lokale auf Mallorca durchsucht. Dabei wurden 25 Männer festgenommen, wo dabei ausgegangen wurde, dass sie alle Verbindungen zu den Hells Angels hatten. Einige von ihnen waren auch Deutsche. Aber auch die Polizei musste vor ihrer eigenen Tür kehren, denn es wurden auch 4 Beamte verdächtigt, dass diese mit den Hells Angels kooperiert hatten. Dabei soll es einen Informationsaustausch gegeben haben. Die Ermittlungen der spanischen Polizei streckten sich für eine lange Zeit und daher verfügten sie auch über Informationen. Es wurde davon ausgegangen, dass Bandenmitglieder über mehrere Millionen Euro Schwarzgeld aus Deutschland und der Türkei verfügten. Sie hatten so viel Geld, dass sie dieses offenbar in den Bau einer Formel-1-Strecke auf der Ferieninsel anlegen wollten. Die spanische Polizei wies darauf hin, dass sich deutsche und spanische Rocker in mafiaähnlichen Strukturen zusammengeschlossen hätten. Beim Schlag gegen sie haben die Polizei Hilfe aus Deutschland, Österreich, den Niederlanden und auch von Europol erhalten. Unter den Festgenommenen seien der wichtigste spanische Hells Angel sowie der internationale Chef dieser Bande. Also um es zusammenzufassen, über die Geschäfte der Hells Angels auf Mallorca kursierten die wildesten Gerüchte. Neben der Geldwäsche auch die geplante Formel-1-Strecke. Bei der damaligen Vernehmung von Frank Hanebutt warf der Richter ihm Drogenhandel und Zuhälterei vor. Doch der lange schwieg. Kurz nach 10 Uhr fuhr vor dem Gericht in Mallorca ein Gefangenentransporter vor. Schwer bewaffnete Polizisten haben den Wagen eskortiert. Dabei wurde Frank Hanebutt zu seinem Verhör eskortiert. Der Auftritt von dem Langen war aber jedoch relativ unspektakulär, denn es dauerte nicht länger als 15 Minuten. Der Richter zählt die Vorwürfe gegen den Deutschen auf, doch Hanebutt schwieg. Die Vorwürfe seien zu pauschal. Der Beschuldigte könne sich nicht dazu äußern, wie die Anwältin sprach. Es würde jedoch 2 Jahre dauern, bis endlich wieder Bewegung in diesen Fall kam. Und dieses Mal war es relativ positiv für Hanebutt. Hanebutt war in einem Gefängnis in Cadiz inhaftiert und es dauerte auch geschlagene 2 Jahre, bis endlich Neuigkeiten in seinem Fall kamen. Doch dann kam es dazu, dass ihm endlich eine Kaution bewilligt wurde. Zuvor wurde er ohne Kaution festgehalten und daher hatte er auch keine Chance, dass er wieder auf freien Fuß kommen würde. Dies wurde damals mit der Verdunklungsgefahr begründet, doch 2 Jahre danach hatte sich die Situation wieder geändert. Wenn Hanebutt 60.000 Euro hinterlegen würde und sich regelmäßig bei der Behörde melden würde, könnte er auf Kaution wieder freikommen. Die Befürworter und alte Weggefährten standen immer noch auf der Seite von Hanebutt. Dieser beteuerte immer wieder seine Unschuld und es wurde damals schon davon gesprochen, dass er sich seinem Prozess stellen würde. Doch die spanische Justiz war sehr langsam.
Die Verfahrensdauer war in diesem Fall fast schon skandalös, denn es würde mehrere Jahre dauern, bis endlich was ins Rollen kam in diesem Fall. Doch die Anschuldigungen waren heftig. Bei einer Verurteilung drohten Hanebutt bis zu 23 Jahre Haft. Schnell zusammengefasst wurde er im Juli festgenommen, da der Verdacht bestand, dass er ein Mitglied einer kriminellen Vereinigung war. Der Einsatzleiter, der die Festnahme gegen die Rocker koordinierte, sprach auch später mit den Boulevardmedien. Laut ihm war es eine Herausforderung, gegen eine Gruppe zu ermitteln, die international aufgestellt ist und deren Mitglieder viel reißen. Erschwerend kam natürlich hinzu, dass auch spanische Ermittler mit den Rockern kooperiert hatten. Sie hatten die Rocker mit Informationen versorgt und daher wussten diese auch immer wieder die nächsten Schritte der Polizei. Der Einsatzleiter sprach auch davon, dass es besonders schwierig war, gegen Hanebutt zu ermitteln. Laut ihm hatte dieser Millionen bewegt, doch nichts auf seinen Namen. Es wurde ein Spinnennetz gewoben, das schon ziemlich effektiv war. Die Behörden hatten in diesem Fall auch ein Expertenteam von 20 Polizisten gegründet, nur mit dem Ziel, gegen die vermeintlichen Rocker zu ermitteln. Es würde insgesamt 2 Jahre dauern, bis genügend Beweise gesammelt wurden, um die Razzia endlich durchführen zu können. Damit es auch erfolgreich wurde, wurde auch mit den verschiedensten europäischen Ermittlungsbehörden kooperiert. Doch kommen wir noch einmal kurz zur Zeit zurück, in der sich Frank Hanebutt in Untersuchungshaft befand. Denn laut den Berichten von einigen Medien hatte er dort eine selbstlose Tat verübt und einem Wärter das Leben gerettet. Es war eine brenzlige Situation. Ein marokkanischer Häftling soll einen Justizmann mit einer Rasierklinge angegriffen haben. Hanebutt soll dabei reagiert haben und blitzschnell dafür gesorgt haben, dass die Bluttat verhindert wurde. Als Belohnung soll er dafür 2 Besuche extra bekommen haben. Denn nach seiner Zeit in Untersuchungshaft befand sich der Lange auf freiem Fuß und viele spekulierten, was nun passieren würde. Der Prozess würde noch auf ihn warten, er war zwar frei, aber das hieß noch lange nicht, dass er auch freigesprochen war. Die Ermittler stuften den langjährigen Präsidenten der inzwischen aufgelösten Hells Angels in Hannover als einflussreich in ganz Europa ein. Doch das Leben würde trotzdem weitergehen und die spanische Justiz brauchte auch viel Zeit, bis der Prozess endlich starten würde. Dann kam es endlich zu neuen Erkenntnissen, wann der Prozess endlich eröffnet werden würde. Es würden insgesamt 47 mutmaßliche Mitglieder der Rockerbande vor dem Gericht stehen und der Prozess würde in Madrid stattfinden. Der Beginn der Hauptverhandlung hatte sich lange hingezogen. Die Ermittlungen reichen bis ins Jahr 2009 zurück und führten zur Aufdeckung der Gruppe. Hanebutt wurde dann schlussendlich, wie bereits erwähnt, im Jahre 2013 festgenommen und ungefähr 10 Jahre nach seiner Festnahme würden die Verhandlungen endlich beginnen, denn der Termin wurde Anfang Januar festgesetzt. Hanebutt lebte zu diesem Zeitpunkt wieder sein normales Leben, denn ab dem Jahre 2017 durfte er Spanien endlich wieder verlassen und so kehrte er nach Hannover zurück. Ihm persönlich wurde die Gründung einer kriminellen Vereinigung, Drohung, Geldwäsche und unerlaubter Waffenbesitz vorgeworfen. Würde Hanebutt verurteilt werden, könnten ihm bis zu 13 Jahre im Gefängnis drohen. Der Lange selbst hatte von Anfang an seine Unschuld beteuert, doch die Behörden waren sich sicher, dass er schuldig war. Werfen wir einen näheren Blick darauf, wie der Prozess sich entwickelt hatte und für wen er sich gut entwickelt hatte. Es schien so, als würde alles gegen den Ex-Hells Angels Boss sprechen, denn die Ermittler waren sich sicher, dass sie handfeste Beweise hatten, um den ehemaligen Rocker für eine lange Zeit wegzusperren. Doch der Prozess verlief nicht so, wie es sich die Ermittler wohl erwartet hatten, denn neben Hanebutt wurden auch weitere 12 Angeklagte freigesprochen. Das teilte der Staatsgerichtshof in Madrid mit. Doch 32 Menschen kamen trotzdem nicht straffrei davon. Diese wurden demnach mit Haftstrafen bis zu 2 Jahren verurteilt. Den Tatbestand der Bildung einer kriminellen Vereinigung konnte dem Ex-Rockerboss einfach nicht nachgewiesen werden. Die Kammer habe dies deshalb in allen Fällen ausgeschlossen, hieß es vor Gericht. Frank Hanebutt sprach nach dem Urteil auch wie folgt: "Ich bin erleichtert, dass die Gerechtigkeit gesiegt hat." Die Staatsanwaltschaft hatte ihm zudem noch Geldwäsche, Bedrohung und illegalen Waffenbesitz vorgeworfen. Er soll die Straftaten als regionaler Chef der Hells Angels in den Jahren 2009 bis 2013 auf Mallorca begangen haben, vor allem auf dem berühmten Ballermann. Hanebutt sagte von Anfang an, dass er mit dem Charter nichts zu tun hatte und er beteuerte seine Unschuld. Der Prozess streckte sich insgesamt über 10 Verhandlungstage. Die von der Anklage geforderten Freiheitsstrafen summierten sich knapp auf 300 Jahre. 35 Angeklagte machten einen Deal mit der Justiz. Geständnis gegen geringe Haftstrafe. 32 von ihnen wurden am Ende verurteilt. Sie bekommen aber auch deshalb mildere Strafen, weil sich das Verfahren so lange hingezogen hatte.
Am Ende des Prozesses konnte Frank Hanebutt nichts nachgewiesen werden. Er ging auch keinen Deal mit der Justiz ein, da er von Anfang an davon gesprochen hatte, dass er unschuldig sei und daher hatte er es darauf ankommen lassen. Am Ende des Tages hatte er Recht behalten und so konnte er wieder als freier Mann das Gericht verlassen und der Albtraum der jahrelangen Unsicherheit war somit wohl geendet. Doch nun würde mich eure Meinung dazu interessieren. Warum denkt ihr, hat es geschlagene 10 Jahre gedauert, bis endlich der Prozess gegen Frank Hanebutt und alle anderen eröffnet wurde? Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare und damit bedanke ich mich fürs Einschalten.